Kleinkind. Nurit. Wirklich, Nurit. Nurit, was machst du denn? Nein. Nein. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu 100 Baby Challenge. Die Challenge, wo wir versuchen, 100 Babys zu bekommen. Und wir haben jetzt eine neue Schwangerschaft begonnen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat letztes Mal. Und wir haben bisher nur zwei Kinder im Haus. Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr gut und nicht so derbe anstrengend. Wir haben den guten Lavender. Lavender schlägt sich okayisch. Denken hat er gleich durch. Aber ansonsten Bewegung noch, Fantasie ganz schlimm. Töpfchen, naja. Und dann haben wir Nurit. Nurit ist aber ein bisschen besser hier am Start. Er konnte ja schon, genau, er konnte schon kriechen. Heißt, wir brauchen den Zahngriff noch. Wo auch immer dann der da wäre der. Und dann bräuchte er nur noch, bräucht, genau, braucht er nur noch das Fingerfood und zwei Brei oder drei Brei. Müsste ich dann gucken, ich glaube drei. Und dann kann er schon älter werden. Heißt, ich kann mir vorstellen, dass das heute gut was werden wird. Also Nurit schlagt. Genau, schlägt sich sehr gut. Ich muss dazu sagen, es ist 27 Grad draußen, es ist sehr warm hier drinne. Also, wenn ich jetzt ein bisschen doof bin, liegt das daran. Darauf erstmal was zu trinken. Ja, ich würde mal sagen, auf geht's. Also, die gute Daisy muss jetzt auch ein bisschen an ihrem Status arbeiten. Also, sie ist noch ein Stern-Promi, aber ich würde mal sagen, da kann sie jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Und wir warten eigentlich nur noch, dass das weitere Kind kommt. Lasst uns mal schauen, was für Feiertage so sind. Aber wann ist denn Weihnachten? Da ist Weihnachten. Ah, dauert noch ein bisschen. Ich wundere mich, es ist irgendwie immer Winter, oder? Also, irgendwie ist immer Winter. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Lavender ist da. Nurit ist da. Nurit schläft auch nicht mehr so lange. Ich denke mal, wir machen das hier fertig und dann gehen wir zu Nurit hoch. Ja, mach mal fertig hier. Nicht am Handy rumspielen. Meisterwerk. Easy. Ja, verkaufen bitte. Dankeschön. Wie sieht's hier aus? Sehr gut. Dann kommst du mal hier hin. Kannst mal ein bisschen schaukeln. Und der gute Lavender braucht ein Bad auf jeden Fall. So, erstmal können wir dann öffnen. Lavender kann dann gleich was essen. Also am besten stehst du gleich mal auf, nimmst ein Gericht. Bist ja eh schon wach. Guck mal. Und Nurit, aufwecken bitte, Daisy, damit du mit Nurit weitermachen kannst. Und du isst jetzt hoffentlich was. Also warum? Man muss nicht wissen, warum du dich da so lange auf den Weg machst, ne? Naja, Nurit, du machst das schon. Dann Nurit hier absetzen bitte. Und Nurit, du trainierst jetzt einfach mal weiter. Oh, jetzt schon ein Meilenstein? Von was denn? Aufsetzen hast du gemacht. Sehr gut. Bin ich stolz auf dich. So. Hallo, warum hast du jetzt nichts gegessen? Lavender. Ich habe dich so gelobt. Bitte iss doch einfach, damit ich Daisy dann abbaden kann. Okay, jetzt geht's sogar hier. Okay. Dann ist hier das Bad. Dann kannst du bitte Lavender baden. Zahngriff! Nurit, du Maschine. Du Maschine. Dann erstmal bitte Lavender baden. Du kannst ja dann bitte erstmal weitermachen. Und wir brauchen, glaube ich, hier diesen Hochstuhl. Genau, den stellen wir gleich nochmal hin. Ja, Daisy ist streng. Schon, ja. Ich bin ja auch streng zu meinen Kindern. Das passt schon. Wenn ich mir den hinstellen, da fehlt dann. Ich mache was anderes. So. Zack. Zack. Prinzessin, I'm sorry. Nurit muss nur was essen gleich. Hallo, badest du ihn jetzt mal? Danke. Klatschen freigestellt. Nurit. So eine Maschine. Du bist dann gleich fertig, Gudi. Dann kannst du auf jeden Fall dann noch ein bisschen Bewegung machen und denken, dass du das fertig hast und dann ein bisschen spielen, spielen. So, und mit dir werden wir dann gleich zumindest einmal schon mal das Fingerfood machen. Haferringe. Einfach so, weil gesund. Ach. Daisy, warum? Warum brichst du das ab? Ja, Eddie, ich meckere ein bisschen mit Daisy. Sie ist ein bisschen doof.
Oh, Lavender, sehr gut. Bitte nicht hier draufsetzen. So, es ist sehr warm, Eddie. Es ist einfach warm. So, Nurit. Nurit. Nurit, du musst jetzt da langsam mal hingehen, okay? So. Sehr gut. Bewegung hat er dann noch ein bisschen gelernt und dann kann er noch ein bisschen weitermachen. Rechnung. Fühle ich nicht so. Isst du das jetzt bitte mal? Hallo? Hä? Okay. Dann machen wir Mango-Kompott. So. Und? Magst du's? Es macht immer Spaß, eine neue Konsistenz und einen leckeren Geschmack zu entdecken. Okay, mag er das jetzt oder was? Okay, Lavender macht das weiter, Gudi. Du kannst sonst mal auf Toilette gehen, weil du musst das Töpfchen sowieso noch trainieren. Mach das mal. Und dann kannst du noch weiter spielen. So. Was hältst du noch, wenn du Fingerfood machst? Also das, was ich dir eigentlich gesagt habe, was du probieren sollst? Mach mal. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch zwei Sachen und dann kann er älter werden. Nut ist sich nicht sicher, was Bananenscheiben angeht. Verstehe ich. Habe ich früher auch nicht gemocht. Hat lange Zeit gedauert, dass ich es mochte dann. So. Bin sehr, sehr happy mit dir, Nurit, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, du musst auf Toilette, Daisy, aber jetzt musst du erstmal hier durch, okay? Jetzt kannst du dann auf Toilette gehen. So. Wunderbar. Was ist denn hier verdorben? Weiß ich nicht. Das hier, okay. Zack, weg. Und dann kannst du noch was nehmen und dann kannst du schlafen gehen. Und du musst dann auch mal hier schlafen gehen. Dankeschön. Alles schlafen. Schlafen, schlafen, Schlafenszeit. Nurit hat ihn Winde gemacht. Okay. Guck mal, du bist jetzt auch kurz davor. Zwei, Bewegung hast du auch gleich. Also ist nur noch Fantasie mit Töpfchen. Nice. Nein, Sydney. Es schlafen alle. Sydney, geh nach Hause. Bitte aufstehen, Daisy. Guck mal, Creep. Wir hatten einmal was miteinander. Gehen Sie weg. Ciao. Nicht nach oben gehen. Ciao. Ciao, Kakao. Mann, Mann, Mann. Muss man nicht verstehen, ne? Nurit? Komm mal her. Er wacht jetzt nämlich auf, genau. Und dann gibt es super effiziente Pipi-Pflege oder Säuglingsflicke. Wunderbar. Binde bitte wechseln noch. Er stinkt nämlich. Genau, Eddie. Das riechen wir bis hierhin. Und dann gibt es... Moment. Dann gibt es... Essen. Mango-Kompott liebt er, okay. Das hat sich nicht so gelesen, finde ich. Aber das ist ja in Ordnung dann. So. Dann gibt es einen neuen Brei. Na, was sagst du? Nurit ist auch nicht sicher mit Süßkartoffelpüree. Hallo, Süßkartoffel ist voll lecker. Nurit, ich weiß ja nicht, was du hast. Naja, wir können ihn dann auch nochmal baden. Weil irgendwie Hygiene ist immer noch nicht so einwandfrei. So. Wunderbar. Auf geht's. Badi, badi. Du schläfst auch noch, aber Nurit, du brauchst eigentlich wirklich nur noch eine Mahlzeit und dann können wir dich älter werden lassen. Sehr gut. So, Nurit, ich würde mal sagen, machen wir das schon? Ich würde schon sagen, ja. Komm schon. Ja, dann geben wir das letzte Eis. Bestimmt magst du das, oder? So, dann müssen wir dann mal kochen. Ne, Torte. Ne, Torte. Ja, zuckerfreier Carrot-Kokoskuchen. Ist sie nicht sicher, was Eis angeht? Nurit, was hast du denn? Nurit, hallo? Eis. Also das ist ja wohl ein Safe-Win. Erreicht ein Meilenstein, Mensch, Nurit. Was hast du jetzt schon? Also so ein Musterkind hier, ne? Lachen. Mensch. Du Tier. Guck mal, also er schafft das schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Also noch nicht ganz, aber... Sieht ganz gut aus. Lavender, also... Dein Bruder ist schon sehr, sehr hart dabei. So, dann kannst du ja erstmal hier auf Toilette gehen. Sonst pieselst du dich ein. Dann kannst du ja helfen, Kerzen auszublasen. Nurit. Denn Nurit ist jetzt fertig. Yay, Kleinkind! Nurit, Nurit, Nurit. Wirklich, Nurit.
Nurit, was machst du denn? Nein! Nein! Warum hören sie nicht auf mich? Nurit, hör auf! Muss ich schimpfen? Ja! So. Herzlichen Glückwunsch, Nurit. Und? Ist es Säugling? Muster. Ah! Selbst eine Maschine, sage ich euch. Nice! Er ist neugierig. Okay. Sehr gut. Ich würde mal sagen, wenn Lavender durch ist, dann machen wir so eine kleine Umstyling-Session. Aber jetzt würde ich sagen, geht es ja noch. Dann bringe ihm mal bitte das Töpfchen bei. Lavender, jetzt ist dein kleiner Bruder hier noch am Start. Wütend? Ich will nicht. Ja, muss trotzdem durch. Als ob du ein Mitspracherecht hast. Nurit. Guti, dann hat Lavender auch noch was zu essen da. Sehr gut, wacht sogar auf. Und du, meine gute Dame, kannst ja mal reinigen hier. Das sieht ja ein bisschen ekelisch aus. Lavender, aufstehen. Genau. Sehr gut. Und dann, warum isst du nichts? Lavender, du regst mich auf. Warum machst du das? Warum? Weil es verdorben ist. Du hast so lange gewartet, das ist alles deine Schuld. Das ist alles deine Schuld. Deine Schuld, sage ich einfach nur. Okay, dann, meine gute Daisy. Kannst du ja mal ein bisschen Sport treiben, oder? Du bist jetzt ja am Start. Dann kannst du doch hier bitte nochmal aufs Töpfchen gehen. Und spielen. Auf geht's. Bewegung sollte eigentlich so easy peasy gehen. Das ist eigentlich wirklich nur noch die Fantasie, ne? Und Töpfchen. Sonst kannst du ja auch noch mal Runden schwimmen. Mach das doch mal. So. Ach stimmt, ich habe vergessen, dass es kalt ist eigentlich. Aber guck mal, wie sie schwimmt. Tier. Kann ich nicht. Ich dachte eigentlich auch, der Pool ist relativ groß. Aber wie sie hier so durchzieht, ne? Easy. Oh no. Ach, ich brauche einen Staubsauger. Stimmt. Habe ich ja gar nicht gecheckt. Gut, muss ich auch noch kaufen. Ist okay, Spiel. Verdrängt habe ich das. Bitte, ich bin faul. Natürlich Staubsaugroboter. Was denn sonst hier? So. Und hier auch natürlich noch. Zack. Und hier unten muss ich ja auch noch. Oh, immer so viel Staub hier. Ganz nervig. Zack. Und ich weiß, das ist eine Star Wars-Referenz. Meine ich zumindest. Könnte was von Star Wars sein, oder? Ich könnte nachschauen. Das wäre ja schlau. Sehr gut, Lavender. Sehr, sehr gut. Dann nur noch Bewegung. Und Töpfchen. Nice. Nur noch Töpfchen. Go, go, go. Hau rein. Oh. Das sieht schön aus. Auch wenn, Prinzessin, du mich anscheinend hier töten möchtest. Aber ist okay. Nein, Prinzessin, das ist okay. So. Dann gehen wir noch mal ein bisschen trainieren und du pupst ein bisschen da rein. Okay, sieht gut aus. Du kannst ja dann hier schon mal einstellen. Ein- und anmachen. Ein- und anmachen. Genauso wie hier. Hier war noch niemand, aber wenn Lavender es endlich gut macht, dann zieht er hier hoch. Dann zieht er hier hoch und kann jetzt die ganze Etage für sich haben. Lavender, freust du dich? Ich hoffe. Es dauert noch ein bisschen. Dafür brauchst du echt noch ein bisschen ein Töpfchen. Du kannst dich ja erstmal wegtrainieren. Wegtrainieren. In die Grenzen gehen. So hart trainieren. Wunderbar. Beziehungsweise da ist ein Alien drauf. Vielleicht ist es doch kein Star Wars. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Okay. Du möchtest was essen. Dann bekommst du nicht die Torte. So bekommst du was zu essen. Hier, guck mal. Gericht nehmen. Und dann kannst du brabbeln. So. Und wir brauchen Daisy auf jeden Fall noch. Nein, nicht ein Stück nehmen. Willst du mich veralbern? Nee, nee, nee. Das hier stellen wir gerne hier hin, damit Lavender gleich Geburtstag feiern kann. So, du kannst jetzt verwenden. Reste nehmen vom Tutan. Oh, guck mal, Lavender. Lavender haben wir auch gleich geschafft. Woo! Lavender, komm schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das haben wir alles. Drei. Das bedeutet, Lavender kann älter werden. Ja!
So, Nurit, du machst das weiter hier, ne? Genau. Da, wenn da, Gott sei Dank bist du gleich kein Kleinkind mehr. Du nervst mich mit den ganzen Gehen hier, muss ich sagen. Okay, jetzt ist aber soweit. Lavenda, du bist bald ein Kind! In genau diesem Moment. Yay! Kind der Inseln. Oha, der möchte also zurück nach Sulani. Mhm. Wähle eine Nummer zwischen 1 und 5. Das ist 1. Das ist 1, Kreativität. Warum nicht 1000 Sasser? Das wäre doch mal was anderes gewesen. Mal was anderes, aber nein, 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 Lavenda, nein. Guti, Lavenda, dann würde ich mal sagen, du kannst doch mal deinen eigenen Pup-Kram hier entsorgen. Was hältst du davon? Ich halte sehr viel davon. Ach, guck mal. Mensch, der Staubsauger ist einfach eine Maschine, ey. Also, sowieso. Und dann bekommst du bitte Töpfchenhilfe. Ach, Nurit, was machst du jetzt? Darf ich fragen, warum, Lavenda? Psst, also du warst schon als Kleinkind und Säugling irgendwie komisch, aber jetzt bist du noch komischer, ne? Kannst du bitte erstmal Hausaufgaben machen? Daisy verschwindet wieder aus dem Rampenlicht. Das Spiel stresst mich. Nurit, erstmal bitte pupen, okay? So. Dann kannst du doch mal das Tablet nehmen. Zack. Und du denkst dann bitte danach, okay? So. Wunderbar. Dann, dir geht's ja sonst gut. Dann kannst du ihm gleich die Hausaufgaben helfen. Also, wenn hier mal zu Ende gepupst wird, ne, Eddie? Da muss man niesen. Da bist du auch außer dir. Oh, Lavenda sitzt jetzt hier draußen und weiht quasi die Barbecue-Area ein. Obwohl es sehr kalt draußen ist. Aber naja, er weiß schon, was er tut, ne? Meine Kinder wissen immer, was sie tun. So. Die Hausaufgaben helfen dann, bitte. Nurit, hast du jetzt nicht mal Level 2 geschafft, nachdem du so lange gepupst hast, oder was? Nein! Oh. Gesundheit, Eddie. Gesundheit. So. Jetzt stehst du natürlich wieder davor, dass ich nicht sehen kann, wen ich hier habe. Aber naja, wir kriegen das hin, ne? So, wir müssen dann auch noch ein bisschen mal ja, Essen nachmachen, weil wir haben kein Essen mehr. Aber du kannst ja dann auf jeden Fall hier ins Bettchen gehen. Geh mal, Eddie, dankeschön. So. Immerhin hat sie keine soziale Probleme. Also sozial ist ganz, ganz hoch. Du machst jetzt mit dir das zu essen, damit wir das wieder in den Kühlschrank stellen können und du was essen kannst. Dann duschst du dich und dann machen wir... Warum traurig? Achso, weil irgendwie was... Ja, das ist schon okay. Das ist schon okay, Nurit, dass irgendwas Töpfchenunfall hattest. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Denken hast du schon Level 2? Warum ist das so einfach jetzt? Wir haben doch... oder bin ich jetzt komplett anders? Aber ich habe das Gefühl, dass die Kinder gerade so schnell ihre Skills aufbauen. Warum? Liegt es am Mod? Eigentlich nicht. Kann gar nicht daran liegen eigentlich. Oder habe ich jetzt gerade ein anderes Zeitgefühl? Macht mich die Hitze so dumm? Vielleicht. Zweites Trimester. Drittes Trimester in 4 Stunden. Okay. Dann würde ich mal sagen, es ist Zeit für Zoom-Styling. Ich wollte gerade sagen, die Augen sahen sehr, sehr merkwürdig aus, aber reingezoomt sehen sie nicht mehr merkwürdig aus. Süße Augen, so violette mehr, Mensch. Aber diese Haare fühle ich nicht bei dir. Oh, violett wäre cool, wenn es so einen Touch geben würde, ne? Die? Hast auch so sehr krasse Wangenknochen, muss man sagen. Guckt euch das mal an. Okay, ich bin gespannt, wie du als Kind aussehen wirst. Mach mal so kurze Haare. Sehr cute. Die Augenbrauen sind ganz schön hart schon, ne? Für sein Alter, muss man sagen. Ja, die sind schon ein bisschen anders, genau. Oh, das ist ein ganz schöner Wonneproppen, wie ich gerade sehe. Hab ihn ein bisschen zu viel gefüttert, glaube ich. Naja, Nurit, kriegen wir runter. Ein kleiner Babyspeck. It's on me, ich weiß. Dann würde ich mal was anderes machen wollen mit dir, oder? Ja, sehen wir sowas mal an. Genau. Full. Moment, ich habe ja die Haare nur da ausgewählt. Ah, Moment. One moment, please. I have to change every hair. Weg damit. Weg damit. Da. Oder das hier, das ist auch süß. Guckt. Das ist süß. Ich weiß. Das ist okay. Das ist auch okay.
Wunderbar. Dann haben wir Norit, unseren Wonneproppen. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Sport machen. Und dann haben wir noch Lavenda. Lavenda würde ich mal sagen, unser Gänzgänzschlurrys Kind. Oh, aber guckt mal, die Haare finde ich auch schon sehr gut vom Spiel gewählt. Muss also, ganz ehrlich, muss ich ja kaum noch was machen. Hübscher Boy. Also, hübscher Boy. Vielleicht sowas? Ich glaube, fühle das schon bei ihm. So ein bisschen rebellischer. So ein... Also, der sieht aber auch... Mensch, der wird ein Herzensbrecher werden. Schaut ihn euch an. Was ist das denn? Spielt bestimmt Fußball. Kannst das hier anziehen. Zack. Dann ist das Nachtwäsche. Hier. Zack. Das ist süß. Auch mit den Flipflops. Warum nicht? Das ist okay. Nee, du. Das ist eigentlich auch ganz cute. Zwar ist es warmes Wetter, aber wir werden sehr wahrscheinlich Lavende nicht im warmen Wetter sowieso sehen. Weil einfach jetzt Winter ist. Aber an sich cute. Ja, erstmal ein Outfit, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch Winter. Also das werden wir natürlich mehr sehen. Aber schon, also ich finde den Cut da hinten sehr cool. So, dann haben wir beide noch ein Umstyling gegeben. Dann würde ich sagen, du machst dich erstmal hier ein bisschen fertig. Du lernst weiter, okay. Wie ist es bei dir? Okay, immer noch gut. Weil ich möchte auf jeden Fall jetzt noch da ein Gemälde anfangen. Nicht, dass ich das vergesse hier. Weil sonst verschwindet sie noch aus dem Rampenlicht und das wollen wir nicht. So, sehr gut. Und dann würde ich sagen, mit diesem Anblick zum wiederholten Male beenden wir diese Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Grinden, würde ich mal sagen, der Altersstufen. Jetzt sind beide älter geworden, Norit und Lavenda. Und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird, wenn wir mehr Kinder im Haus haben. Ob es dann auch noch so einfach sein oder bleiben wird, ich glaube nicht. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!